Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum mittlerweile 12. Tag meiner Reise durch den Osten. Ja, heute ist ein bisschen schwer in Tritt zu kommen. Ist nicht ganz so früh wie sonst, weil die ganzen Radfahrer hier von dem Platz, das waren am Ende doch noch 8 Leute. Wir haben gestern noch so nett an dem Steg am See zusammengesessen. Eine gewisse Zeit. Und Radelgeschichten erzählt und so weiter. Naja, was man dann halt so macht. Und ein Bierchen getrunken. Ja, war ganz nett. War ein super Abend. Gut, jetzt frühstücke ich erstmal. Und dann versuche ich mal in die Spur zu kommen. Wetter ist heute nicht so gut. Aber hatten sie auch angesagt. Wenn es nicht so arg regnet, soll es mir recht sein. Spielt keine Rolle. Ja, ich fahre jetzt über Wismar an die Ostseeküste. In Wismar gucke ich mal, ob ich noch eine neue Speicherkarte für die Kamera finde. Ich habe die Kamera gestern noch ein bisschen aufgeräumt, also habe ich wieder ein bisschen Platz, um heute filmen zu können. Aber in Wismar muss dann doch eine neue gekauft werden. Ja, so ist der Plan. Da esse ich jetzt erstmal. Da bin ich ja dann noch zeitig losgekommen hier. Ja, und bevor es jetzt richtig in die Spur Richtung Wismar geht, werfe ich noch einen kurzen Blick hier auf Bützow, was also echt ganz nett ist. Die halbe Miete ist ja schon mal, wenn man sein Zelt morgens im Trockenen abbauen kann. Das habe ich zum Glück geschafft. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch weiterhin Glück habe. Bis jetzt sieht es ganz gut aus mit dem Wetter. Aber meine Regenjacke habe ich auf jeden Fall griffbereit. So, wenn wir jetzt auch noch gleich hier von der Bundesstraße mal wegkämen, wäre das auch super. Und dann geht's los. Leider geht es bis jetzt immer auf normalen Straßen entlang und nicht auf separaten Radwegen. Aber das ist eigentlich auch ganz gut zu machen. Der Autoverkehr hält sich hier sehr, sehr in Grenzen. Die Orte hier haben komische Namen. Kleinsien, Moisal, Schlemmin und Bernit. Das ist ja alles klatschnass hier. Also das muss geschüttet haben heute Nacht. Aber ich habe davon gar nichts gemerkt. Was aber ehrlich gesagt auch kein Wunder ist. Ist nicht schön zu fahren hier. Ich bin zum Glück raus aus dem Wald, aber es geht auch nicht besser weiter. Also für einen offiziellen Radweg eine echte Zumutung. Euch geht's ganz gut, oder? Aber ihr braucht nicht kommen, ich habe nichts zu essen für euch. Jetzt ist doch Regenjackenzeit angesagt. Fängt an zu nieseln. Ganz leichter Niesel. Auch unangenehm. Jetzt habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich ja vor der Tour extra noch so einen schicken Helmüberzieher mir gekauft habe. Den probiere ich jetzt mal aus. So, und zweite Sache. Ich habe gerade in Neukloster mir eine neue SD-Karte gekauft, weil die meine vorhandene voll ist.
Jetzt macht die Kamera zicken. Also jetzt geht's mal gerade wieder, aber ansonsten tut sie sich schwer, das Zoom rauszufahren. Ich hoffe mal, sie kriegt sich wieder ein. Ansonsten, wenn irgendwann Bild und Ton etwas schlechter werden, muss ich mit meinem Handy halt weiterdrehen. Hilft ja nichts. Wäre nur ärgerlich, wenn ich jetzt dann 22 Euro umsonst für eine Karte ausgegeben habe. Wie geht denn das hier? Also, okay. Gerade nicht so doll. Das Wetter und die technischen Schwierigkeiten. Ich bin in Wismar und ich muss sagen, der erste Eindruck, ich bin begeistert. Also das ist ja schon fast so wie Görlitz hier. Toll. Die Kamera tut es auch noch so manchmal. Ich bin froh, wenn das Objektiv draußen ist. Deswegen lasse ich sie jetzt hier für den Wismar einfach an und filme, solange es geht. Wirklich schön. Noch schöner wäre es wahrscheinlich, wenn man hier keine Autoparkplätze hätte. Aber des Deutschen liebstes Kind muss ja überall dabei sein. Ich will euch jetzt nicht zu sehr langweilen mit unheimlich vielen Aufnahmen alter Gebäude, aber Wismar ist schon echt beeindruckend. Das ist eine tolle Sache. Sollte man sich mal angucken, wenn man hier in der Gegend ist. So, ich bin jetzt am Hafen eingetroffen und ganz zufälligerweise nicht nur am Hafen, sondern auch an der Ostsee und damit am dritten Meer, was ich mit dem Rad erreicht habe, nach der Nordsee und dem Mittelmeer. Da es jetzt wieder zu regnen anfängt, sollte das jetzt gewesen sein mit Wismar. Es ist kalt und ungemütlich. Jetzt fahre ich mal hier zu einem Supermarkt und kaufe was ein für heute Abend. Denn der Campingplatz ist nicht mehr weit. Campingplatz Ostseequelle. Der Ort ist mir gerade entfallen. Das sind nur noch so 15 bis 20 Kilometer. Ja, und dann hoffe ich, dass ich da mal so eine kleine Regenpause erwische, um mein Zelt aufzubauen. Und dann muss ich es mir halt da mal gemütlich machen heute Nachmittag. Jetzt ist 13 Uhr, also schätze ich mal, mit Einkaufen und so werde ich so gegen 15 Uhr am Platz sein. Jetzt mal ein erster anständiger Blick aufs Meer, was ziemlich ruhig da liegt. Also von Wellengang keine Spur. Aber ich glaube, das ist auch hier wie so ein natürliches Hafenbecken. Ne? Ja, schade, dass es so ein Wetter ist. Den Tag hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ich hatte eigentlich geplant, gleich schön an den Strand zu gehen und den Nachmittag da abzuhängen. Deswegen war die Tour heute nur so kurz geplant. Ja. Aber weiterfahren macht ja auch keinen Sinn bei dem Wetter, ist ja auch nicht spaßig. Außerdem ist der Campingplatz gebucht und bezahlt. Also zieh's jetzt durch, was soll's.
nur noch leicht. Deswegen habe ich die Gelegenheit jetzt mal genutzt und bin doch noch mal zum Strand gegangen, um das kurze Abschlusswort des Tages zu sprechen. Ja, ein nasser Tag heute. Leider hat es den ganzen Tag geregnet und gegenüber den letzten Tagen war es auch mächtig kalt. Aber gut, so ist das nun mal auf einer Radtour, da hat man nicht immer Sonnenschein. Ne? Ja, dann leichte technische Probleme. Die Kamera hat jetzt tatsächlich ihren Geist leider komplett aufgegeben. Das Objektiv fährt nicht mehr raus. Da hat sich irgendwie Sand festgesetzt oder Staub oder was weiß ich. Deswegen jetzt also den Rest nur noch mit dem Handy. Aber um es gleich vorwegzunehmen, morgen ist eh der letzte Tag. Gut, dass es jetzt passiert und oder besser, dass es jetzt passiert und nicht am Anfang der Tour. Ja, der Campingplatz hier Ostseequelle, der gefällt mir jetzt nicht so gut. Das ist halt irgendwie so ein richtig professionell geführter großer Platz an der See. Professionell, aber unpersönlich. Also wenn ich da an diesen kleinen Platz gestern denke, ganz andere Geschichte. Also so einen netten Abend, den wir da hatten, den wird es hier glaube ich nicht geben. Und das liegt nicht nur am Wetter. Deswegen werde ich mich da gleich in mein Zelt verkriechen, werde mir noch ein bisschen was zu essen machen und dann auch, jetzt fängt es wieder ein bisschen doller an, wahrscheinlich früh ins Bett gehen, sodass ich morgen irgendwie bereits um 4 Uhr auf bin. Aber es ist ja auch nicht verkehrt. In den frühen Tag reinzuradeln finde ich sowieso schöner, als erst so spät aus dem Quark zu kommen. Ja, in diesem Sinne, das war der 12. Tag. Macht es gut und bis morgen.